Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und ganz fern. Weltwoche Daily, die weltumspannende Nachrichtenunterhaltungssendung der altehrwürdigen schweizerischen Weltwoche, unser Wochenmagazin, ja im 90. Jahrgang mittlerweile, aber immer noch beschwingt und rüstig unterwegs, wie Sie sich jeden Morgen überzeugen können. Ich begrüße Sie auf das Allerherzlichste zu unserer heutigen Sendung, wie immer unabhängig, kritisch, gut gelaunt aus Bern, die Bundesstadt. Ich habe es bereits vermeldet, hier noch im Tiefschlaf bei wunderbar verzuckerter Umgebungsatmosphäre, Winter, Wunderland, der Hausberg, der Gurten, diese Zauberlandschaft, da fehlen nur noch die Rentiere, die Aare und die Samichläuse mit den Schmutzlis, die nicht mehr unterwegs sind. Wir freuen uns ja jetzt aufs Christkind. Eine wunderbare Kulisse hier und Bern noch etwas entschleunigt, könnte man sagen. Wir Zürcher sind etwas quecksilbriger, etwas fiebriger unterwegs. Aus deutscher Sicht immer noch in Zeitlupe. Der Deutsche ist ja in einer Art Hamsterrad seiner eigenen Tüchtigkeit gefangen, was wir einerseits bewundern, aber auf der anderen Seite natürlich auch neidisch beäugen, die Schweizer, die legendäre deutsche Tüchtigkeit nicht unterzukriegen, auch nicht durch eine Politik am Rande des Nervenzusammenbruchs, durch Bleiblatten der Regulierung. Da ist der Staat sozusagen im ewigen Präventivkrieg gegen die Selbstentfaltungskräfte des Unternehmertums. Und damit haben eben die deutschen Unternehmer auch sehr viel Muskeln aufgebaut, um sich gegen diese ja, selbst auferlegten Widersprüche und Widerstände sich zur Wehr zu setzen und oft auch durchzusetzen. Bewundernswert. Also Bern hier auf jeden Fall eine Reise wert, auch für den Deutschen, wenn sie da etwas im nervösen Zeitalter allzu zittrig und nervös unterwegs sind. In Bern kommen sie einfach herunter in einer wunderbaren Umgebung, übrigens auch das Berner Oberland. Das ist ja die definitive aller Traumkulissen. Das Berner Oberland hat ja inspiriert, meine Damen und Herren, inspiriert nicht zuletzt auch den großen Fantasy-Schriftsteller J.R.R. Tolkien, der Herr der Ringe, das Auenland, irgendwo mit inspiriert hier aus den Berner Bergen, hier den imposanten, mächtigen Felswänden, die sich da majestätisch erheben. Übrigens heute der 13. Dezember, Dienstag, 13. Dezember 2022, nach wie vor diese wunderbare Vorweihnachtszeit, aber schon bald ist vorbei. Genießen Sie diese Tage im Jahr, auch angesichts der sehr angespannten internationalen Lage. Ich komme natürlich darauf noch zu sprechen. Nachdem ich hier bereits meine schönste Pflicht des Tages erfüllt habe, nämlich das Öffnen des Adventskalenders, Türchens hier mit Gottfried Locher tauchen wir ein, jeden Tag eine Bibelweisheit, die Bibel, das ganz große Buch der Menschheit. Übrigens auch als nichtgläubiger, nicht religiöser Mensch können Sie die Bibel mit ganz großem Gewinn lesen, eine Ansammlung von Geschichten, von Allegorien, von Einsichten in die Natur des Menschen, auch in sein Verhältnis zum Allerhöchsten. Die Bibel, ein Buch wirklich voller Weisheit, und Gottfried Locher, unser Theologe, versteht es wie kaum ein Zweiter, hier diese Weisheiten anschaulich zu machen und sie auch in unsere Gegenwart hineinzuführen, so dass es verständlich ist. Es gibt ja auch sehr komplexe und auch theologisch anspruchsvolle Gleichnisse, aber das ist die Meisterschaft hier auch von Godi Locher, dass er es immer wieder auf den Boden herunterbringt. Unser zweiter Adventskalender im letzten Jahr sind wir ja damit mit großem Erfolg gestartet. Ganz, ganz herzlichen Dank auch für Ihre vielen Rückmeldungen dazu. Wir hatten gestern übrigens im Parlament, es läuft ja die Parlamentssession hier in Bern, und wir hatten Besuch von einer Gruppe aus Thüringen,
Die Bürger für Thüringen, parlamentarische Gruppe, Mut zur Meinung, hier auf einer Visitenkarte der Teamleiterin Presse Juliane Neumann, die mit einer Delegation dieser Partei aus Erfurt in die Schweiz gekommen ist, um hier Feldstudien vorzunehmen in Demokratie. Die Bürger für Thüringen, die engagieren sich für mehr direkte Demokratie, für mehr Mitmachdemokratie in der Bundesrepublik. Das ist ja etwas, wofür wir auch bei Weltwoche Daily plädieren. Mehr Schweiz wagen, mehr direkte Demokratie wagen, mehr Willy Brandt wagen, könnte man sagen. Dass die Bürger Deutschlands eben zu Bürger im umfassenden Sinn des Wortes werden. Und das sind sie ja erst, wenn sie auch Sachentscheidungen treffen können. Und die Bürger für Thüringen, die möchten noch weitergehen. Sie möchten sogar, dass die Bürger das Parlament auflösen können. Dieses Damoklesschwert in dieser Form gibt es gar nicht in der Schweiz. Die Bürger können das Parlament nicht auflösen. Das kann nur das Parlament selber, haben sie übrigens auch gemacht während der Corona-Zeit. Die Selbstauflösung des Parlaments ist frühzeitig in die Ferien verabschiedet, in die langen. Ja, die Bürger für Thüringen, sehr beeindruckend da, bodenständige Leute sind da gekommen, neugierig. Sie waren im Kanton Zürich, haben sich dort den Kantonsrat angeschaut, zusammen mit dem früheren Nationalrat und Kantonsrat Claudio Zanetti, der SVP, der sich dieser Gruppe angenommen hat, und dann eben auch in Bern. Wir haben ein Gespräch geführt zusammen. Ich habe sogar die zwei Exponenten, eine Frau und einen Mann, interviewt für Weltwoche Daily Spezial. Vielleicht haben Sie das angeschaut. Mir sehr sympathisch, gute Leute. Ich habe sowieso eine Bewunderung auch für die Bürger der neuen Bundesländer, für die ehemaligen DDR-Bürger, die da mit dieser Knute des Sozialismus leben mussten und die sich heute durch so viel auch Freiheitssensibilität auszeichnen, ein verschärftes Demokratieempfinden haben. Und es ist eine Frechheit, wie vor allem in den westlichen, auch medialen Teilen Deutschlands, hier mit einer hochtrabenden Arroganz auf diese mutigen früheren DDR-Bürger herabgewürdigt wird, diese subkutane Überheblichkeit hier, ziemlich unerträglich, da dieser Peitschenknaller-Sound, da dieser Reitpeitschen-Sound im Westen. Das sind gute, das sind gestandene Leute, die haben auch alle einen beruflichen Hintergrund. Das sind nicht Leute, die aus dem Gebärsaal in den Hörsaal und dann in den Parlamentssaal geschoben wurden, sondern das sind Leute, die aus der Praxis kommen. Sind auch Pragmatiker. Wir haben auch über die AfD gesprochen, natürlich über Björn Höcke in Erfurt, da eine der ganz polarisierenden Figuren. Und wenn man da so unter sich ist und diskutiert, dann wird einem auch bewusst gemacht, dass vieles dieser medialen Verzerrungen und dieser Bilder, die wir da haben, dass die nicht der Realität entsprechen. Auch wenn es da Differenzen natürlich gibt in sachlicher Hinsicht. Also für mich eine ganz bodenständige Gruppe, die da in die Schweiz gekommen ist. Ich wünsche auch von hier aus den Thüringen und den Bürgern für Thüringen alles Gute. Vielen Dank für den Besuch in der Schweiz und für die Gespräche. Ich hoffe, Sie können davon auch profitieren und Sie können eingebettet, umgetopft hier in die deutschen Traditionen auch dieses schweizerisch-demokratische Element mittragen. Denn das unterstützen wir nicht aktiv kolonialistisch, imperialistisch, selbstverständlich nicht. Damit haben wir aufgehört in der Schweiz nach 1515, haben wir keinen Krieg mehr angefangen auf europäischem Boden. Und deshalb begrüßen wir es ideell, wenn eben hier sich die direkte Demokratie fortpflanzt. Ich bin sowieso ein Verfechter der These mittlerweile, Deutschland muss verschweizern, die EU muss verschweizern. Wir müssen hier eine Art Brückenfunktion haben zwischen Ost und West, ganz wichtig, auch um etwas wieder Stress aus dem System zu nehmen. Im Moment all diese verschiedenen Krisensymptome, die Sie sehen, Energiepolitik, Reichsbürgeraufstand in Deutschland, ich komme da noch
darauf zu sprechen und die Überreaktion des Staates, der da in Regimentstärke mit den Legionen der Polizei gegen diese 52 Leute losschlägt, diese skurrile Spinnertruppe, wie sich der frühere, auch zu ziemlich entschlossenem Handeln fähige deutsche Innenminister Otto Schily ausgedrückt hat, das ist unverhältnismäßig, das sind Stresssymptome, da merkt man, die Regierung, irgendetwas, da ist kein Selbstvertrauen da in Deutschland. Man ist unsicher, man sieht die Rezession, es kommen die Gespenster der Geschichte hoch und so weiter. Sie haben viel zu viel Stress, sie haben viel zu viel Schützengraben, sie haben viel zu viel Stellungskrieg in Deutschland. Und umso wohltuender ist es, wenn Sie da aus einem Bundesland eine grundvernünftige, überhaupt nicht ideologisch übersteuerte Vertretung von Parlamentariern haben. Das ist eben auch wieder ein Lichtblick, die es eben auch in Deutschland gibt. Die Deutschen neigen ja dazu, keine Lichtblicke zu sehen, beziehungsweise die Lichtblicke zu verdrängen. Ist auch wieder eine Qualität, wenn sie so selbstkritisch sind. Eine Empfehlung noch ganz am Anfang. Ich habe erst, bin erst in den ersten Seiten hier dieses Buches, habe mir schon lange vorgenommen, das zu lesen. Das ist ein Buch, das sehr wichtig ist und ich glaube, es ist eines der allerersten Bücher, das im deutschen Sprachraum eine Diskussion lanciert hat, allerdings veröffentlicht während der Corona-Pandemie, deshalb nicht mit der ihm gebührenden Beachtung. Aber es ist ein Buch, das andere Autoren unzweifelhaft inspiriert hat. Es hat inspiriert Klaus von Donani, der anfangs dieses Jahres genau mehr oder weniger zu Beginn der Eskalation des Ukraine-Kriegs im Februar ein Buch über nationale Interessen geschrieben hat. Wir haben bei der Weltwoche Klaus von Donani, den Sozialdemokraten aus Hamburg, interviewt. Beeindruckend. Dann haben wir ein anderes Buch hier vorgestellt, nämlich das von Oscar Lafontaine, auch inspiriert, glaube ich, von diesem Grundlagenwerk hier. Er hat sich kritisch auseinandergesetzt mit der amerikanischen Außenpolitik und eben auch im Kontrast dazu mit den sich davon unterscheidenden europäischen und deutschen außenpolitischen Interessen. Und das hier ist nun die Grundlage von dem. Man könnte sagen, diese beiden anderen Bücher sind Weiterentwicklungen, Fußnoten, wie auch immer Sie das sehen wollen. Stefan Baron hat, wann ist das? 2020 dürfte das etwa gewesen sein. Lassen Sie mich kurz nachschauen. Das ist 2021. Dieses Werk hier verfasst. Ami Go Home, eine Neuvermessung der Welt. Ami Go Home darf nicht verstanden werden, das ist kein anti-amerikanisches Pamphlet, eine Brandschrift, ganz im Gegenteil. Stefan Baron erläutert auch in seiner exzellenten Einleitung, dass es ihm nicht darum gehe, die Amerikaner da im bauschen Boden zu verteufeln. Er würdigt die Leistungen, gerade auch für Europa, für Deutschland. Aber er erlaubt sich eben auch, und das ist wichtig, und diese Ambivalenz teile ich mit dem Autor, dass eben die Amerikaner, nobody's perfect, dass die sich eben in einer seit dem Ende des Kalten Kriegs fragwürdige Entwicklung durchgeformt haben, dass sie eben vom Pfad der Tugend, könnte man sagen, unserer Bewunderung auch sich entfernt haben. Und das ist natürlich von Stefan Baron hier mit Akribie zusammengetragen. Wie gesagt, ich bin erst ganz am Anfang, ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Aber auf jeden Fall, das kann man jetzt schon sagen, eine hoch anregende Lektüre, Econ Verlag, Stefan Baron, eine Neuvermessung der Welt. Stefan Baron, auch ein Spiegel-Bestseller-Autor mit einer unglaublichen Laufbahn. Ich zitiere hier nur ganz kurz aus dem Buchdeckel, geboren 1948 in Köln und Paris, Volkswirtschaft, politische Wissenschaften, Sozialpsychologie studiert, anschließend als wissenschaftlicher Mitarbeiter am renommierten Kieler Institut für Weltwirtschaft geforscht, ehe seine preisgekrönte Karriere als Journalist begann. Begann unter anderem als Wirtschaftsredaktor und Finanzkorrespondent beim Spiegel, sowie später 16 Jahre als Chefredaktor der Wirtschaftswoche. Da habe ich ihn auch kennengelernt. Ich war bei der Welt tätig, der China-Experte, gehörte viele Jahre dem Board of Trustees des American Institute for Contemporary German Studies an. Zuletzt war er globaler Kommunikationschef der Deutschen Bank. Heute ist er als Publizist und Berater tätig. Sein Buch «Die Chinesen, Psychogramm einer Weltmacht» war Wirtschaftsbuch des Jahres und wurde ein Bestseller. Also Stefan Baron, ein ganz interessanter Mann, hochintelligent, einer der vielen klugen Deutschen.
sicherlich ursprünglich auch, würde ich meinen, sozialdemokratisch, sozialliberal geprägt hier, aber eben auch mit dem Widerspruchsgeist. Ami, Go Home, eine Neuvermessung der Welt, ein Buch, das ich hier noch im Weiteren auch vorstellen werde, weil ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, um ein ausgewogeneres, um ein besseres Bild der ganzen Vorgänge auch in und um die Ukraine zu gewinnen. Natürlich auch das große Ringen mit China, das ist hier alles im Fokus. Namibia, meine Damen und Herren, Namibia, das ist die Meldung des Tages. Namibia offeriert ein Spezialvisum für Deutsche, eine Art Spezialasyl für Deutsche. Namibia in Windhoek haben sie gesagt, ja, die Deutschen können erleichtert einreisen. Die klima- und inflationsgestressten Deutschen, die Deutschen, die dem Energiedebakel entfliehen möchten und auch der Inflation, ihr seid herzlichst willkommen. Da haben die, hat der Staatschef, haben die Regierungen, hat die Regierungsmitglieder, haben da die Türe aufgemacht. Namibia, Namibia offeriert Deutschland für Energie- und Inflationsflüchtlinge die Türen. Das ist für mich die Meldung des Tages, ganz großartig. Dann auf der beunruhigenden Seite, meine Damen und Herren, man muss das noch viel deutlicher herausstreichen, auch und gerade im Sinn der Stefan Baronschen kritischen Neuvermessung der amerikanischen Außenpolitik. Angela Merkel, die Kanzlerin, vor 10 Tagen, haben Sie das eigentlich mitbekommen? Hat sich das überhaupt herumgesprochen? Ein Affront, unglaublich. Sie sagt, wir haben die Minsker Verträge 1 und 2, die gemacht wurden, nach diesem verfassungswidrigen Putsch 2014, mitorchestriert vom Westen in der Ukraine, da ist ja dann eine amerikafreundliche Regierung mehr oder weniger installiert worden in diesem zerrissenen Land der Ukraine, gab dann einen Bürgerkrieg, Kiew hat die Gebiete in Donbass angegriffen, auch die Krim, die sich da sezessioniert hat, abgespalten hat, natürlich auch unter russischem Einfluss, ähnlich etwas vielleicht wie Kosovo im Vorfeld dieses ganzen Jugoslawienkrieges, eine ziemlich deckungsähnliche Situation da. Und da gab es einen Bürgerkrieg, da hat man Verhandlungen gemacht, die Ukrainer hatten große Mühe, da die Russen und die russischsprachigen Separatisten zurückzudämmen. Und da hat man diese Minsker Abkommen gemacht, die das Ziel angeblich verfolgt haben sollen, einen Frieden und einen Kompromiss herbeizuführen. Und dann haben sich ja die beiden Seiten beschuldigt, man habe dieses Minsker Abkommen nicht eingehalten, der Westen hat vor allem Russland beschuldigt. Und jetzt kommt heraus, dass also nicht nur Petro Poroschenko, der ukrainische Präsident, dieses Minsker Abkommen als reines Täuschungsmanöver gemacht hat, er hat das nämlich zugegeben, er hat gesagt, wir wollten gar nicht einen richtigen Frieden mit Russland, sondern wir wollten Zeit gewinnen, um uns aufzurüsten. Und jetzt sagt also Angela Merkel, die ehemalige deutsche Kanzlerin, ja, das ist richtig, wir haben Minsk abgeschlossen, um Zeit zu gewinnen für eine Aufrüstung. Das Ziel war nie ein Frieden, sondern die Rückgewinnung der vollständigen territorialen Souveränität der Ukraine, die etwas ist, was man ohnehin auch einmal historisch kritisch beleuchten müsste. Die territoriale Souveränität der Ukraine, die es über Jahrhunderte hinweg gar nicht gegeben hat. Ein zerrissenes Land, auch von seinem Abstimmungsverhalten. Der Ostteil gravitierte nach Russland, der Westteil in den Westen. Ich bewerte das nicht. Das ist auch eine tragische Situation, meine Damen und Herren, die es erforderlich machen würde, mit besonderer Behutsamkeit vorzugehen. Aber der Westen ist mit der Brechstange da hineingegangen und die Amerikaner haben kaltschnäuzig, man könnte auch sagen zynisch oder auch ihrem Interesse entsprechend einfach logisch das Ziel verfolgt, diese Ukraine abzuzwacken, aus dem Einflussbereich Russlands herauszuknacken, herauszubrechen. Und sie haben dazu auch die Europäische Union benutzt, um diese außenpolitischen Ziele zu erreichen. Aber wenn jetzt eine Kanzlerin sagt, faktisch, wir haben Putin absichtlich getäuscht, wir haben nicht im guten Glauben diese Abkommen abgeschlossen, dann wirft das natürlich ein ganz neues Licht auch auf diesen Konflikt. Denn dann haben die Russen recht, wenn sie sagen, ja, die anderen wollten sich ja gar nicht an dieses Abkommen halten. Da hat man den Russen immer vorgeworfen, sie seien die Lügner, sie würden die Unwahrheit verbreiten.
Jetzt plaudert der Westen einfach aus, wir haben diese Abkommen nicht im guten Glauben abgeschlossen. Das vergiftet natürlich die Situation, das ist die Ursache auch dieser Zerwürfnisse und dieser ganzen, dieses Debakels, das wir jetzt erleben, das eben nicht schwarz-weiß ist. Der Westen hat hier ganz gigantische Fehler gemacht. Wir erleben jetzt eine laufende Eskalation. Der Krieg geht weiter, die Zerstörungen gehen weiter und auch die Gefahr eines dritten Weltkriegs, meine Damen und Herren, die ist nach wie vor im Raum. Die Amerikaner haben vor wenigen Wochen ihre Nukleardoktrin noch einmal bekräftigt, inklusive Präventivschläge, wenn es das Interesse erfordere. Was sagt Putin am letzten Freitag? Ist in den Medien kaum gewürdigt worden. Er hält fest, auch wir denken, analog zu den Amerikanern, herausgefordert über eine Erstschlagphilosophie nach. Meine Damen und Herren, das sind brandgefährliche Szenarien. Und die westlichen Medien, die sich überhaupt nur mit dem auseinandergesetzt haben, die wenigen, die haben das dann weggewischt. Und das sei einfach ein primitiver Bluff. Ich würde hier aufpassen, meine Damen und Herren. Also dieser Krieg, an dem wir uns jetzt da schon langsam angeblich zu gewöhnen scheinen, oder unsere Politiker, mit einem betonierten Narrativ im Großhirn von den Medien unterstützt, die mit ihren Presslufthämmern uns das da einmassieren wollen, die bösen Russen, abgrundtief, negativ, alles geht von Moskau aus, stimmt einfach nicht. Ist eine Ausblendung der historischen Wahrheit, ist eine Ausblendung der historischen Situation. Die Eskalationsgefahr ist da. Und dann gleichzeitig, ich meine, das ist ja auch noch ein Thema in diesem Zusammenhang, die Aufklärung des terroristischen Anschlags auf die Nord Stream Pipeline. Das wurde ja hoch und heilig, hoch und scheinheilig versprochen von den NATO-Staaten. Man hat die Russen ausgeschlossen aus den Abklärungen, hat die aberwitzige Theorie aufgestellt, die Russen hätten selber ihre milliardenschwere Infrastruktur hier in die Luft gesprengt. Jetzt im Bundestag gibt es dazu Anhörungen. Am 1. November hat die AfD-Fraktion 55 Fragen dazu eingereicht und die Bundesregierung hat dann am 27. November mit großer Verspätung und nicht in den Medien wahnsinnig groß gewürdigt, hier mehr oder weniger zu allen wesentlichen Punkten eine Antwort verweigert. Mit Rückgriff auf die Begründung, das sei im Vertraulichkeitsinteresse, man wolle die Ermittlungen nicht behindern und man hat diese Fragen einfach abgeblockt zu den Ermittlungen. Faktisch haben wir keine Ergebnisse. Die AfD hat danach gefragt, ob die Ukraine als Täter in Frage komme. Dies wurde abgewehrt, nicht beantwortet mit dem Hinweis auf den Begriff Staatswohl. Und Sie können mit ziemlicher Sicherheit Gift darauf nehmen, dass, wenn nicht gesagt wird, explizit, wir haben Beweise, dass es die und die waren, dass natürlich die NATO-Seite involviert gewesen sein muss. Es kursieren da Gerüchte, die Engländer hätten es gemacht im Auftrag der Amerikaner. Ich kann mich dazu nicht äußern, das sind Spekulationen. Sie haben eine Plausibilität, die Amerikaner haben es gesagt, sie haben im letzten Februar schon gesagt, sie haben immer schon diese Nord Stream Pipelines bekämpft, das ist 100% in ihrem Interesse und Joe Biden hat das ja wortwörtlich so ausgedrückt, hat gesagt, wenn die Russen einmarschieren in die Ukraine, dann werden wir diese Nord Stream Pipelines stoppen. Und auf die Rückfrage einer Journalistin, ja, wie macht ihr das, hat er dann lächelnd hinzugefügt, glauben Sie mir, wir werden Mittel und Wege finden. Das sind fast schon vorauseilende Geständnisse. Der frühere polnische Außenminister Sikorski hat den Amerikanern gedankt, als das in die Luft geflogen ist damals. Und wissen Sie, was bemerkenswert ist? Weder die CDU/CSU noch ein Vertreter der Ampelregierung hat eine Frage gestellt zu den Nord Stream-Abklärungen, die interessiert das gar nicht, die wollen das gar nicht. Und ein SPD-Abgeordneter hat gesagt, wörtlich, egal wer, völlig unabhängig, völlig unerheblich, wer hinter diesen Anschlägen steckt. Das ist doch unglaublich, meine Damen und Herren. Das ist eine lebenswichtige Infrastruktur auch der Bundesrepublik, diese Nord Stream Pipelines. Die frühere Kanzlerin Merkel hat das vorangetrieben als Prestigeprojekt. Das ist ein milliardenschweres Infrastrukturunternehmen, ein Joint Venture zwischen Russland und Europa. Und Nord Stream 1 ist auch ein Gemeinschaftsunternehmen.
Und unsere Staaten, die Bundesrepublik, ist nicht bereit, hier das aufzuklären, Auskunft zu geben. Und die Regierungspartei, die wollen es gar nicht aufgeklärt sehen. Das sind ja auch schon Indizien, in welche Richtung dass es laufen könnte in dieser Hinsicht. Und wissen Sie, was dann dem Fass fast noch den Boden ausschlägt? Es gab eine Frage, ob abgeklärt würde durch die Bundesumweltagentur oder das Umweltdepartement, wie viel Methangas in die Atmosphäre ausgetreten sei. Nein, das sei unerheblich, man habe keine Absicht, diese Frage abzuklären. Meine Damen und Herren, in was für einem Film sind wir hier gelandet? Das sind die Ermittlungen zum Stand der Sprengung, der terroristischen Sprengung der Pipeline. Nein, stattdessen, anstatt das aufzuklären, ist der deutsche Staat natürlich mit Akribie dabei, den Staatsstreich der Reichsbürger hier auszuleuchten, aber weniger auszuleuchten als zu inszenieren. Jetzt werden auch mehr Vertraulichkeiten durchgereicht an die Medien, um die Sache am Laufen zu halten. Die Welt, glaube ich, hat Informationen bekommen aus dem Innenministerium. Es seien also über 50 Leute da beteiligt gewesen. 93 Waffen habe man gefunden. Ich habe von Jagdwaffen, einer Jagdwaffe gesprochen, auch von Armbrüsten, Langwaffen, also mit Armbrüsten wird es vermutlich schwierig, selbst diese Bundeswehr in Bedrängnis zu bringen. Wobei eine Armbrust nicht ungefährlich und Armbrüste sind ja sozusagen die Nationalwaffe der Schweizer. Wilhelm Tell, das ist die Waffe des Rebellen gegen die Obrigkeit. Aber wissen Sie, mein Eindruck ist einfach, wenn ich das so lese, ich glaube, wenn diese Gruppierung da einen Staatsstreich macht, also dann ist die Bundesrepublik absolut sicher. Also die Bundesrepublik ist nie sicherer, als wenn diese Leute da einen Staatsstreich angeblich geplant haben sollen. Und ich stelle auch ab auf die Aussagen von sehr erfahrenen Leuten aus der deutschen Politik, zum Beispiel Otto Schily. Er hat in einem Interview gesagt, der frühere deutsche Innenminister, der ja auch ein Hardliner war, zwar von links kommend, aber sicherlich ein Law and Order Hardliner, er hat diese Reichsbürgerszene als eine skurrile Spinnertruppe bezeichnet. Ich habe mit dem früheren Verfassungsschutzbeauftragten Hans-Georg Schäff, Verfassungsschutzchef gesprochen, Nachrichtendienstchef Hans-Georg Maaßen gesprochen, der auch von einer völlig unverhältnismäßigen Aktion des Staates geredet hat. Sehr viele Gewährsleute, mit denen ich mich unterhalten habe am Wochenende, sind der Auffassung, dass diese ganze Übung auch die Absicht verfolge, die Konservativen einzuschüchtern, dass es letztlich darum ginge, die AfD zurückzubinden, die jetzt in den Umfragen wieder Oberwasser bekommen hat, wieder Rückenwind, all diese Dinge. Das können auch Projektionen sein, aber es gibt ihnen doch ein Gefühl für die Stimmung in Deutschland bei sehr vielen Leuten, und zwar nicht solchen, die jetzt eine Sympathie haben für die Reichsbürger, die sie alle, also das sind jetzt die Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, alle haben gesagt, das ist nicht eine Bedrohung, die stellen keine reale Gefahr für die Bundesrepublik dar, und deshalb kommt es diesen Leuten spanisch vor, komisch vor, dass der Staat ein derartiges Aufhebens darum macht. Ganz im Unterschied zu den realen Anschlägen, die da auf die staatliche Integrität ausgeübt worden sind, zum Beispiel diese Nord Stream Pipelines. Also da stimmt einfach etwas nicht mehr, da ist etwas aus der Proportion geraten. Da muss man sich damit auseinandersetzen, sehr, sehr kritisch. Und da sind wir auch gespannt, was da für Meldungen herauskommen. Interessant, wie eben auch hier der Staat die Medien füttert, die Medien instrumentalisiert, damit auch die ganzen Unschuldsvermutungen außer Kraft setzt und so weiter. Also eine Entwicklung, die auch in rechtsstaatlicher Hinsicht fragwürdig ist und die man von dort her untersuchen sollte. Man liest sehr wenig dezidierte Kritik in den Medien und Angst macht hier aus meiner Warte weniger diese Reichsbürgerszene um diesen offensichtlich spleenig verwirrten Prinzen Reuss, sondern Angst macht hier vor allem die Staatsmacht, wie sie vorgeht gegen so etwas und damit verbunden natürlich auch die Einschüchterungskulisse
gegen eine Opposition, verbunden auch mit Gesetzen, wie das Gesetz gegen die Delegitimierung des Staates, das ja auch von Staatsrechtlern, von führenden Staatsrechtlern wie Professor Murswig, ich glaube Universität Freiburg, emeritiert mittlerweile, sehr, sehr kritisch gesehen wird, der das als undemokratisch betrachtet, wie hier der Staatsschutz überschießt, wie ein vernünftiges Prinzip der wehrhaften Demokratie selber in etwas Despotisches umschlägt. Solche Befunde stehen jetzt im Raum und ich glaube, man muss schon sich bewusst machen, dass eine Demokratie auch außer Kraft gesetzt werden kann von jenen, die behaupten, die Demokratie schützen zu wollen. Heute kommen die Antidemokraten ja nicht mehr und sagen, wir wollen die Demokratie abschaffen. Sie sagen, wir sind für die Demokratie, aber Demokratie heißt, dass da nur noch die mitmachen dürfen, die die gleiche Meinung haben wie wir. Und das ist natürlich das Gegenteil von Demokratie, aber solche Tendenzen beobachte ich jetzt mit großer Sorge in Deutschland. Allerdings überzeugt, dass sich so etwas in der heutigen auch Informationsüberflusszeit nicht einfach so durchstieren lässt. Viktor Orban, Ungarn. Gelder werden eingefroren, auch hier Korruptionsvorwürfe gegen Ungarn. Die scherben natürlich gewaltig angesichts dieses Korruptionssumpfs, der sich da eröffnet hat im Zusammenhang mit den linken EU-Parlamentariern. Interessant, die Schlagzeile hier in der Welt, immer spannend, Axel Bojanowski, einer der besten Umwelt- und Klimajournalisten Deutschlands, hat ein Interview gemacht mit Lennart Bengtsson, dem schwedischen Klimaforscher. Wissen ist das beste Medikament gegen Klimaangst. Bengtsson ist ja ein Warner vor den Klimawarnern, vor der Klimaapokalypse. Interessante Nachricht, die nicht die ihr gebührende Beachtung gefunden hat. Am letzten Freitag entscheidet die WTO, also die Welthandelsorganisation, dass die amerikanischen Strafzölle auf Aluminium und Stahl, zum Beispiel aus China, gegen die WTO-Regeln verstoßen, dass die Amerikaner hier gehalten sind, diese Strafzölle aufzuheben. Es gäbe keine Rechtfertigung, die chinesische Industrie hier zu diskriminieren. Das Argument ist mir grundsätzlich sympathisch. Ich bin ein Verfechter des Freihandels, aber man muss sie differenzieren. Die Amerikaner haben schon einen Punkt, wenn sie sagen, wir müssen unsere Stahl- und unsere Aluminiumindustrie schützen. Das sind kriegswirtschaftlich relevante Industrien. Im Kriegsfall müssen wir ja unsere Flugzeugträger selber bauen. Die können wir nicht in China oder in Russland bestellen, jetzt erst recht nicht. Deshalb hat man hier entschieden, in den USA diese kriegswichtigen Branchen unter protektionistischen Schutz, ja unter Protektion zu stellen. Das ist aus Sicht eines Staates natürlich legitim. Die Schweiz macht das auch bei der Landwirtschaft. Wir werden zweimal fast verhungert in zwei Weltkriegen. Darum hat man gesagt, wir sponsern, wir subventionieren diese Landwirtschaft. Wir wollen eine produzierende Landwirtschaft am Leben erhalten, auch wenn die sich im Weltmarkt nicht behaupten könnte. Ähnliches gilt für die Stahl- und Aluminiumindustrie in Amerika. Da muss man auch etwas relativieren, hier diese WTO-Entscheidung. Twitter-Files, das ist auch interessant, kommt immer wieder etwas Neues heraus bei Twitter. Die Ungeheuerlichkeiten, die zur Sperrung des Präsidenten Trump damals geführt haben, nicht gerechtfertigt, heute auch wieder aufgehoben. Und interessant ist jetzt, wie da immer wieder neue Facetten ans Licht kommen. Unter anderem, dass führende Twitter-Angestellten die Sperrung von Trump für unrechtmäßig gehalten haben. Trump habe mit seinen Tweets nicht gegen die Hausregeln von Twitter verstoßen, man hat es trotzdem gemacht. Also diese Firma plötzlich im Griff von Ideologen, von Woke-Fanatikern, ihrem eigenen Anspruch untreu geworden, eben eine Plattform der freien Rede zu sein. Jetzt dank Elon Musk kehrt Twitter auf den Pfad der Tugend zurück. Positiv, Elon Musk für mich ein Vorkämpfer der Meinungsfreiheit, großartig, wie hier er sich dieser Unternehmer engagiert. Er wird massiv kritisiert, gerade in den Medien, auch wieder ein interessantes Schlaglicht. Die Medien heute, die klassischen Medien, eher auf der Seite der Zensur. Und die sozialen Medien jetzt hier mit Elon Musk wieder auf dem Weg zu ihrer ursprünglichen Bestimmung. Das finde ich gut. Ich finde es richtig, dass wir eine möglichst große, eine möglichst breite Palette
an Meinungen haben. Da bemühe ich mich auch da bei Weltwoche Daily hierzu einen Beitrag zu leisten. Ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Das war schon wieder für heute eine dichte Packung von Informationen. Ich halte Sie auch auf dem Laufenden über das Buch von Stefan Baron, diesem Grundlagenwerk, auch einer fundierten Neubeurteilung der europäischen, der deutschen Interessen, auch wenn Sie da einzelne Thesen ablehnen mögen, ich glaube, das ist werden, das ist eine wichtige Auseinandersetzung in dieser geisttötenden, könnte man sagen, in dieser lähmenden, in dieser breiig bleiernen Gleichförmigkeit, die sich in den allermeisten Medien in geopolitischen Fragen jetzt hier durchzusetzen scheint, aber es gibt eben immer wieder andere fundierte, produktive Gegensätze und Kontrapunkte. Stefan Barons Buch Amigo Home, eine Neuvermessung der Welt, gehört sicherlich dazu. Machen Sie es gut, ich freue mich, wenn wir uns dann morgen wiedersehen.